So, nachdem wir jetzt endlich in Frankreich angekommen sind, geht's direkt weiter auf die nächste Reise. Und Sascha und ich haben uns da schon mal was Schönes rausgesucht. Erstmal Servus Sascha. Ja, servus. Moin, grüezi und hallo. Und ja, was haben wir uns denn Schönes rausgesucht? Wir fahren. Ja, in die Hauptstadt der Schweiz, nach Bern wollen wir heute. Ja, normal. Und wir bringen ganz viel Düngemittel mit. Muss ja Genau, sein. wir haben uns eine Lieferung ausgesucht, die zu uns passt. Wir haben also Düngemittel genommen. Wir Richtig. transportieren Scheiße durchs Land, nicht nur im Damit Fahrerhaus, sondern auch hinten. füttern wir nämlich den Klo-Manager. Genau, kleine Cross-Promotion an der Stelle. Badumts. Ja, nachdem wir vorhin Minecraft schon hatten. So, dann würde ich sagen, legen wir doch direkt los. Wie viele Kilometer waren es? Hast du gerade darauf geachtet? Ich glaube dasselbe wie Straßburg eben gerade. 400. Ja, es kann sein. Wobei Straßburg war weniger, das waren 240. Gucken wir doch erstmal, weil wir haben Post. Wir haben E-Mail. Benötigen Sie Geldmittel? Wir können helfen. Die Bank meldet sich. Sehr schön, finde ich Wir gut. möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihrem Geschäft einen Schub zu geben? Wenden Sie sich an uns. Da könnten wir mal drüber nachdenken, wenn es darum geht, sich uns einen neuen LKW zu kaufen. Ja, ich klicke da mal drauf. Mal gucken. Oh ja, Kreditangebote 10.000 für 290 Euro am Tag. Mehr geben sie uns nicht, das ist ein Ja, bisschen. doch, das meiste ist 100.000 für 2.000. Also, viel machen wir auch nicht momentan. Nee. Ich würde sagen, wir lassen die Mailbahn und kümmern uns darum, wenn wir wirklich dann nach München kommen, wo wir uns die nächsten Fahrzeuge mal anschauen können. So ist es, so ist es. So, wir gucken aber erstmal, was der Zustand so macht. Schadensbericht, alles null. Gut, wir fahren ja schon wieder ein neues. Und die Reparaturkosten werden durch deinen Arbeitgeber gedeckt. Ist natürlich blöd, wenn man selbstständig ist. Ja, wobei momentan sind wir eigentlich nur so, glaube ich, ein Lieferant, mehr oder weniger. Wir sind zurzeit Joe Dreck, der allen möglichen Mist durch die Gegend fährt. In Genau, dem Fall den wahren Mist. können wir uns irgendwo unseren Treibstoffverbrauch momentan anschauen? Ich bin mir gar nicht sicher. Vermutlich nicht, glaube ich. Was wir Wahrscheinlich drin nicht, haben. nee. Nee, komm, dann lass uns fahren und ab geht's. Ich hoffe natürlich nicht, dass du jetzt erstmal aus diesem Mini-Hof hier rausrang. Oh, wo sind wir denn hier? In Straßburg. Gucken wir mal hier. Oh. Explosives Düngemittel. Oh, das sieht schon wieder tückisch aus. Die Frage ist, raus geht's geradeaus, ne? Ich sehe es gerade gar nicht. Warte mal, Wenn wir ich auf die schalte mal Minimap von hier. gucken, sieht ja geradeaus. Ist das hinter dem? Ach, da links, da rechts. Aber wenn ich mir den Behälter hinten anschaue, für mich sieht das echt so aus wie irgendwas, wo man kein Feuerzeug dran halten sollte. Ach ja, gut, dass ich das Teil fahre, wa? Ja, aber ich sitze mit im Fahrerhaus. Also wenn wir sterben, dann wir beide. Juhu! Aber gut, heute geht's nach Bern, wie gesagt, Hauptstadt der Schweiz. Und mal so ein paar Infos. Ich glaube, wir haben knapp 125.000 Einwohner, also auch nicht gerade eine kleine Stadt. Nee, die ist gar nicht mal so klein, was man jetzt eigentlich von der Schweiz erwartet. Nachdem die ja generell so ein bisschen kleiner ist. Ja, ich glaube, Bern umfasst ungefähr 90% der Schweiz von der Masse her. So, jetzt sind wir nämlich hier wieder an einem Punkt angelangt. Von links kommen Autos und Autos und Autos und da kommt keiner mal auf die Gedanken, mich als Linksabbieger rauszulassen. Aber ich finde, das Führerhaus hier sieht deutlich schicker aus als in den letzten Fahrzeugen, wo wir drin waren. Ja, schön Holz, ne? Gucken, da wir eh nicht rauskommen, gucken wir noch mal ein bisschen. Ja, hat was. Also Hat was, guck mal, hier ist richtig sogar schön. Radio. Guck Hey. mal an, ey. Ja, ich finde es ja schade, dass in dem Spiel die, und wenn ich mich übrigens frage, warum hört man so wenig vom Auto? Also ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder ist der Sound einfach schlecht im Spiel oder mittlerweile sind die Führerhäuser so gut isoliert, dass man so wenig davon hört. Denn man hört ja relativ wenig vom Motorensound und Man das ist nicht nur bei uns so. hört wirklich relativ wenig. Ich glaube, hier ist es recht laut. In der Ansicht, aber mit der wollen wir ja nicht fahren. Nee. Aber wir haben doch den Ellbogen schön draußen. Also das Fenster ist unten, das muss doch schön laut Ja, sein. es scheint ja auch die Sonne draußen. Es ist ein wunderschöner Tag heute. Ja, herrlich ist das. So, es geht direkt mal wieder. Ja, das mit den Auffahrten hier auf die Autobahn, das haben sie irgendwie so ein bisschen verbockt, finde ich. Also Weil so würde doch niemals eine Auffahrt in Deutschland. Oder gut, wir sind jetzt wir in sind ja auch. Frankreich. Zu viel auf die Umgehung geachtet. Ja, Also wenn Richtung. ich gleich explodiere, ist natürlich hier das Let's Play direkt beendet. Weil Joe Dreck liegt dann im Dreck. Ja, es geht Richtung Dijon, da wo ich ja immer gerne meine Nase hinterher fahre, Richtung Senf heute. Ah, boah, ey.
Junge, komm nur mal hoch. Ich habe schon wieder Post. Das ist auch ein Spruch, den du dir gerne abends sagst, ne, wenn du ins Bett gehst. So, was haben wir denn da bekommen? Selbstständige Fahrer gesucht. Ich übergehe das jetzt einfach mal. Sind Sie an einer beruflichen Veränderung interessiert? Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Ja gut, dann ne, sind wir schon mal raus. Wir bieten überzeugende Frachtraten von bis zu 5.900 Euro pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Beladestation in Frankfurt am Main. Frankfurt, unsere Heimatstadt. So, sehr schön. Yes. Ja gut, können wir erstmal ignorieren, aber die E-Mails lassen wir natürlich drin, und wenn wir dann einen eigenen Truck haben, denn ich denke, momentan geht es uns ein bisschen darum, Kohle zu machen. Ja. Und dann irgendwann einen Truck zu kaufen. Ob das dann auch in den gemeinsamen Videos passiert, oder ich würde fast sagen, du fährst ja eh weiter. Wir haben es ja schon mal erwähnt. Wir sind jetzt, glaube ich, im vierten Part von unserer Let's Play-Reihe, wenn ich mich nicht komplett irre. Und, ich glaube, der dritte, aber ist... Nee, ist der vierte Part. Gut, dann ist es der vierte, wenn du dich nicht komplett irrst. Ne? Warum hast du denn überhaupt? Ich irre mich nicht, weil ich gerade die vierte Audiodatei sehe. wir haben gesagt, das ist eigentlich Benjamins Reihe, aber ich kling mich hier so ein bisschen ein und fahre ab und an mit. Dadurch, dass wir jetzt am ersten Tag relativ viel noch gemeinsam aufnehmen, bin ich die ersten Parts halt hier als Beifahrer an Bord. Aber die nächsten Parts, dann mal vielleicht wird Benjamin alleine fahren. Ja, Sascha hat sich das natürlich ganz gut überlegt. Nach dem Düngemittel ist nach dem Leben. Und genau. Da ist sowieso Butter bei die Fische, da sind wir alle tot. Ja, als wenn es nicht schon schlimm genug wäre, hier im Führerhaus das zu riechen, was man wahrscheinlich in so einem Führerhaus riecht nach 400 Kilometern. Da hat man auch noch Düngemittel hinter sich. Das ist nicht unbedingt angenehm. Tja, ich finde es ganz angenehm hier drin, muss ich sagen. Ja, schön klimatisiert. Ja, kann man so stehen lassen. Blinken wir mal wieder rechts. Oh, du folgst wirklich den Straßenverkehrsregeln. Denk dran, wir sind in Frankreich, da kümmert sich keiner um sowas. Okay, dann. Ja, ich warte mal auf so einen Moment, wenn da wirklich einer auf der Strecke plötzlich auftaucht und sagt, upsila. Ups. Gibt es eigentlich Polizei in dem Spiel? Ich glaube nicht, aber Blitzer gibt es auf jeden Fall. Oh, sehr schön. Aber gut, da kann uns ja eigentlich nichts passieren, oder? Bei Blitzern? Ja doch, fahr mal in der 40er-Zone 80. Okay. Okay. Point taken. Ist ja auch nicht so, dass ich erkennen könnte, was ich da unten fahre. Also zumindest nicht im ja, vor meinem Lenkrad. Jetzt fällt mir gerade das Wort dazu ein. Nicht ein. Armaturenbrett? Ah, sehr richtig. Siehst du, deswegen hast du mich als Beifahrer. Na klar, weil du gerade Zeitung liest und ein Kreuzworträtsel löst. Ja, ja. Ja, und an mir rumspiele, wie es LKW-Fahrer so tun. Die Geräusche mache ich dabei nicht, aber okay. Lassen wir das mal an der Stelle mal beruhen. Naja. Ja, ich sehe es ja rechts im Navi, was ich fahre. Ich sehe allerdings die Schilder eh viel zu spät. So dass ich mir denke, komm, wir sind in Frankreich, die kommt eh nicht an. Ja, ich bin ja erstaunt, wie wenig Baustellen es in Frankreich gibt und in Deutschland scheinbar auch, zumindest im virtuellen. Ja, wir haben ja erst, keine Ahnung, 20 Kilometer auf der Autobahn gesehen oder so. Also jetzt mal abseits von dem hier, aber vorhin die Fahrt nach Straßburg war ja mehr Landstraße. Wir haben ja auch, glaube ich, Ruhephasen, die wir einhalten müssen, oder? Die haben wir auch, ja. Gucken wir mal. Wir müssen die nächste Pause in 9 Stunden und 50 Minuten machen. Ja, mir stellt sich natürlich die Frage, ob sich das addiert. Also wenn jetzt eine Fahrt, wenn wir die Fahrt fertig haben, ob es dann auf die nächste Fahrt sozusagen dann von diesen 9 Stunden runtergeht, ob sich dieser Timer wirklich bei jeder Fahrt sozusagen zurücksetzt, wenn man es als eigenständige Fahrt ansieht. Wäre ja ein bisschen doof fast. Ja, also ich denke mal, wenn du dann deine eigene Firma hast und so weiter und die ganze Zeit selber am Fahren bist, dann wird sich das natürlich runter... Was ist denn das da hinten? Achso, eine A, okay. Wird sich das natürlich runterzählen dann, aber ich glaube, so wie wir es jetzt machen, haben wir ja schon eine Fahrt gemacht nach Straßburg und wir haben immer noch 9 Stunden Zeit. Also ich denke mal, dass es hier jetzt soweit ist, dass wir jetzt einfach eine Fahrt, keine Ahnung, 8 Stunden oder 9 Stunden später angenommen haben und du dementsprechend schon Pause zwischendrin hattest. Ja, es kann gut sein. Wir haben auf dem Hof ein bisschen Pause gemacht, haben uns einen kleinen Burger zwischen die Happen geschoben, zwischen die Kiemen geschoben, meine ich, würde ich sagen. Und hier oben schön den Flachbildfernseher hingestellt, damit wir ordentlich, keine Ahnung, was guckt man denn, Trucker-TV? Ja, Trucker-TV, Pornos, wir sind Trucker. Bleiben wir doch bei den Klischees. Okay, du hast recht. Du hast recht. Nein! Nein! Was zum... Das habe ich viel zu spät gesehen. Ja. Was zum Geier, mein Bester. Keine Ahnung. Das passiert davon... ist auch voll eng. Das ist totaler Scheiß hier. Das passiert davon, wenn du dich ständig ablenken lässt. Jedes Mal.
Ja, dann erzähl mir doch nicht so viel. Ja, Entschuldigung, ich halte mich ab jetzt zurück und sitze hier still und fummel nur noch an mir rum. Ja, eben, das ist es ja. Achso, lenk das ab, sag das doch, mach ich die Oh Hose halt wieder ja. zu. Bzip. Bzzp, oh. Wieder eine Tanke. Ja. Tanke, Oh, jetzt Anke. sehen wir gar nichts. Also, ich sehe zumindest nicht so wirklich, weil du ja am Steuer sitzt. Wie sieht es mit dem Sprit aus? Ich sehe es auch nicht. Nee, das Ups. wird gar nicht ange. Nicht so schön wie beim letzten Mal. Nee. Wo haben wir es denn? Ich glaube oben in der Mitte. Nee, oben. Nee. Ich glaube, wir haben einen vollen Tank. Ja, hoffen wir mal. Ich hoffe es. Wenn nicht, stopfen wir die Gülle rein. Zünden wir die Gülle an. Wird uns schon nach vorne treiben. Burn, Baby, burn. Hey, da ist die Firma mit dem brennenden Laster wieder. Oh, wir sind, glaube ich, ich habe schon das erste Schweiz-Zeichen gerade gesehen. Hast du? Ja. Kann das sein, dass wir hier schon im. Wie heißt dieser Tunnel, der Frankreich und Schweiz verbindet? Ja, ich weiß es Mir nicht. fällt es gar nicht ein. Kann das sein, dass es der schon ist? Ich glaube, wir sind schon. Jetzt müssten wir auf jeden Fall in der Schweiz sein. Ja, das war nämlich gerade der Schild. Ich habe nämlich natürlich das weiße Kreuz auf rotem Grund gesehen. Ich denke mal, es war so ein Willkommen in der Schwitz-Zeichen. Herzlich willkommen in die Schweiz. Hätten Sie gerne Lösli oder doch was zu trinken? Ich finde das geil in der Schweiz, dass sie da. Ja, also für mich kommt das immer so vor, als würden die Sachen so ein bisschen verkleinern. So lose. Also wir waren damals vor, keine Ahnung, wie viel, 1000 Jahren auf einem Fußballturnier dort. Und da war man noch im Alter, wo man dann nebenher noch so lose gezogen hat. Und die verkaufen die halt als Lösli. Okay. Lösli, Lösli. Das ist total verniedlicht, finde ich. Ja, wer weiß, was mit allem so ist. Ja, viel mehr habe ich nicht verstanden in dem jungen Alter. Danach habe ich ihm nicht mehr zugehört, Da weil habe ich ich den nicht mehr Hauptpreis zugehört, da habe gewonnen ich den habe. riesen Teddy gewonnen. Ja, ich bin ja dafür, wenn wir eh schon in der Schweiz sind, dann bestellen wir uns mal schönes Käsefondue. Ja, lecker. Ich habe gerade gedacht, da oben steht ein ach, nicht Mailand. Mailand steht ja wirklich dran, sondern Miami. Und der Das Familie wäre müssen wir natürlich ein geil. bisschen Schweizer Schokolade mitbringen. Ja, auch richtig. Ja, finde ich gut. Das ist ein Gefällt Plan. mir. Ich Aber du fahre. weißt ja, hier in der Mitte ist genug Platz, wir brauchen da etliche Tonnen. Ja, natürlich. Ich meine, für deine 20-köpfige Familie, die du dir als Truckerfahrer Joe Dreck unter. Ja, am Leben, am Kacken halten musst. Ich bin ja auch schon gut alt, Stimmt. ne? Ich bin Und du ja auch als schon alt. junger Hüpfer da auf dem Beifahrersitz. Ach nee, du hast dich nach hinten verzogen, sehe ich gerade. Ja, ich habe mich hier schlafen gelegt. Du hast ja gesagt, es lenkt dich ab, wenn ich an mir rumfummel. Ja, deswegen hast du dich jetzt hinter mich gesetzt und fummelst da an dir Genau. rum. Super Sache. Oh, Guck aber mal, schön, die Sonnenblumen. Windräder hier. Sonnenblumen. Hat was. Also schick ist es ja schon. Wie viele Kilometer haben wir noch? 81. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ein gutes Stündchen haben wir noch zu fahren. Ja, man kann ja froh sein, dass hier nicht wirklich Echtzeitberechnungen stattfinden. Also da bin ich wirklich sehr, sehr froh. Oh Gott. Stell dir mal Dann vor, würde du ich es müsstest wirklich. allerdings auch nicht spielen. Ja, stell dir mal vor, du bist echt 4 Stunden oder so unterwegs sein. Autsch. Weißt du, und dann willst du das Spiel mal ein bisschen weiter zocken, dann so, ja, so nebenher. Nee, nee, 4 Stunden und pausieren kannst du nicht. Ja, ich meine, früher, ich bin in Zeiten aufgewachsen, wo Flugsimulatoren eine ganz große Sache waren. Da ist man wirklich, hat man sich morgens reingesetzt und war abends angekommen. Also, das Cool. war mal, also mittlerweile sind ja echt Simulatoren relativ verweichlicht. Das stimmt. Aber machen aber immer noch oder wieder extrem viel Spaß. Interessant war jetzt hier rechts war gerade die Abfahrt eigentlich nach Bern. Mein Navi sagt aber geradeaus. Na gut. Ja, wahrscheinlich nicht direkt nach Bern. Wer weiß, vielleicht irgendwo im Umkreis, irgendwie so ein kleines Hinterwäldlerdorf. Müssen wir bestimmt zwischen zwei LKW, PKWs rückwärts einparken. Ja, vermutlich. Und ich würde sagen, wir sind wieder so weit, dass wir so am Ende des Parts kommen. Also geh du doch mal kurz ins Menü zurück. So, damit Tada! wir hier den Cut machen können und beim nächsten Mal hier unsere Fahrt fortsetzen. Da geht's rund. Bis dahin, ciao. Tschö.